Tia! Tia! Mm. Sag mal, findest du nicht auch, dass mir dieser Hut ganz ausgezeichnet steht? Ich finde, daran ist doch ganz klar zu erkennen, dass wir sofort in die Berge fahren müssen. Ja, Wimpy, wir fahren sicher mal irgendwann in die Berge, aber nicht heute. Ach bitte, Thea, ich habe aber doch gerade heute Lust und nicht irgendwann. Wer weiß, wie irgendwann das Wetter ist. Ach Wimpy, ich verspreche es dir, wir fahren bald mal in die Berge, aber nicht heute und damit basta. Damit basta, Thea? Ja? Thea, hast du mal ganz kurze Zeit, mir zuzuhören? Wofür denn, Wimpy? Komm mal her. Und lausche, ja? Ja, ich lausche. Also, es rührt der Hirsch vom Berge laut. Am Waldessaume träumt die Föhre. Am Himmel weiße Wolken nur. Es ist so still, dass ich sie höre. Die tiefe Stille der Natur. Rings Sonnenschein auf Wies und Wegen. Die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach. Und doch es klingt, als ström der Regen leistönend auf das Blätterdach. Na? Ja, ist ein wunderschönes Gedicht von Theodor Fontane. Und? Ach, Wimpy, ich würde ja auch gerne in die Berge fahren, aber ich habe diese Woche noch so viel zu tun, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wimpy. Okay, versprochen. Wir fahren am Sonntag gemeinsam in die Berge, aber keinen Tag früher. Wirklich? Und auch keinen Tag später. Ganz fest versprochen. Beim rührenden Hirschen. Beim rührenden Hirschen. Ah!